meine lieben Leute, herzlich willkommen bei Larissa testet Berufe. Ich bin Larissa und ich teste heute den Beruf von einem Paketbote. Ich glaube, der Beruf ist voll genial, weil die Arbeitszeiten, sie sind sehr gut. Der Paketbote bei mir zum Beispiel, ja, er kommt nur so 2-3 Mal die Woche, wenn ich was bestellt habe. Ansonsten hat er frei. Ist ja so. It's okay. Du meine Güte, na super. Hier stehen 2 Adressen drauf. Welche ist denn jetzt die richtige? Einmal steht hier Köln und einmal steht da Dresden. Wahrscheinlich muss das Paket nach Dresden, weil Dresden ist sehr weit weg. Und Pakete schickt man ja sehr weit weg. Hallo, einen sehr schönen guten Tag. Ich bin ein Paketbote und diesbezüglich habe ich ein Paket für Sie. 5. Etage, aber der Aufzug ist kaputt. Wie bitte? Der Aufzug ist kaputt. Ganz oben bitte. Alles klar. Ich habe Pakete in meinem Auto für alle Menschen. Noch ein Paket. Wie viel kommen noch? Bitte sehr. Oh, du meine Güte. Auf dem Paket steht mein Name. Ich schwöre. Und meine Adresse. Das bedeutet, das Paket ist für mich. Was ist da drin? Ich weiß, was da drin ist. Da sind die Schuhe drin, die ich im Internet bestellt habe. Ich freue mich so sehr. Aber oh nein, jetzt freue ich mich gar nicht mehr. Was für ein Unglück. Ich kann das Paket gar nicht annehmen, weil ich nicht zu Hause bin. Ich arbeite hier. Jetzt gehen die Schuhe wieder zurück, wo sie hergekommen sind. Ich hasse mein Leben. Hallo, lassen Sie mich durch. Ich bin ein Paketbote. Das ist eigentlich wie ein Arzt. Ja, schönen guten Tag. Könnten Sie vielleicht ein Paket für Ihren Nachbarn annehmen? Ja, klar. Für wen ist es denn? Für eine Frau Hoffmann. Die wohnt hier am anderen Ende der Stadt? Ja, genau. Und ich habe gleich Feierabend. Ich schaff das nicht. Und dann habe ich noch ein Paket für einen Herrn Kürten. Der wohnt auch in einer Nachbarstadt. Bitte sehr. Und diese da müssen auch noch zu den anderen Leuten. Bitte. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zusammenarbeit. Und ich sag mal so, Ihre Nachbarn werden sicher sehr stolz auf sich sein. Auf Wiedersehen. Ja, also das war mein Tag als ein Paketbote. Ich finde, das war sehr viel Arbeit. Aber ich bin sehr froh, dass die Leute jetzt ihre Sachen haben. Wen schicken die zurück? Dann war alles umsonst. Au, ich habe mir den Kopf gestoßen. Ich hasse ein Auto. It's okay.